Let's Play Lego Harry Potter Folge 37. Willkommen zurück, man verzeihe mir die etwas längere Pause seit der letzten Folge. Ja, gab gewisse Zeitknappheiten. Wir sind im vierten Film bereits und müssen wohin? Wir folgen Master Nicholas. Am Ende der letzten Folge, erinnere ich mich nur, haben wir diese Bibliothek gefunden. Von der ich jetzt schon wieder nicht wüsste, wo genau die war, aber da wir da, glaube ich, eh alles gemacht haben, ist es egal. Wir spielen jetzt einfach mal die Story weiter. Ach, guck mal. Rita Kimcorn ist anwesend. Ja, da lang. Sehr passend habe ich übrigens, kurz nachdem ich die letzte Session gespielt habe, habe ich auch den Film angeguckt, Harry Potter und der Feuerkelch. Jetzt aus keinem bestimmten Grund, ich hatte einfach wieder sehr Bock drauf, muss sagen, ist schon auch ein sehr cooler Film. Wie ich das richtig verstanden habe, müssen wir jetzt den Alterungstrank brauen, der ja doch nicht funktioniert. Okay. Gucken erstmal hier rum. Ah, guck mal da. Aha. Hermine, wenn ich bitten darf. Uah. Ne, genau. Und ich muss sagen, der vierte ist schon auch ein sehr cooler Teil von Harry Potter. Und auch sehr passend. Ich weiß gar nicht, warum gerade alles so passend ist. Wurden gestern, also für euch vorgestern, erste Bilder zu Harry Potter, oder was heißt der Film, heißt glaube ich gar nicht Harry Potter, er heißt nur magische Tierwesen, wo sie zu finden sind. Das Harry Potter Spin-Off, das glaube ich nächstes Jahr oder 2017 erst in die Kinos kommt. Gezeigt, die ich mir natürlich noch nicht angeguckt habe, klarerweise. Hab ich nur gesehen und gedacht, das ist ja nett. Ein Film, von dem ich noch nicht so wirklich weiß, was ich davon halten soll. Klar, neue Harry Potter Filme immer gut, aber ja. Ich finde die Idee so an sich gar nicht schlecht, dass man dieses Buch verfilmt. Ich kann mir nur nicht wirklich vorstellen, wie man aus einem Lehrbuch prinzipiell einen Film machen will. Weil dieses magische Tierwesen, wo sie zu finden sind, das gibt es ja auch als Buch zu kaufen. War das jetzt so schlau? Ach, muss ich jetzt grün machen, oder was? Ah, verstehe, okay. Ja, und daher kann ich mir das noch nicht so wirklich vorstellen, wie man da einen Film draus machen will. Aber wer weiß. Vielleicht werden wir alle überrascht. Wenn wir schon beim Thema Filme sind, ich gehe morgen, für euch also heute, Inspector, James, der neue James Bond Film. Ich freue mich da wirklich wahnsinnig drauf. Die Trailer haben mir sehr gut gefallen. Ich freue mich wahnsinnig auf Christoph Waltz. Als Bösewicht, als vermutlich Blofeld. Ja, bin sehr gespannt und hoffe nicht enttäuscht zu werden. Wir werden es sehen. In England läuft er ja schon, glaube ich, eine Woche. Da hat er sämtliche Rekorde für das Stadtwochenende gebrochen, was ja schon mal ein gutes Zeichen ist. Allerdings, bloß weil die Leute reingehen, heißt ja nicht, dass der Film gut ist. Naja, ich bin mal sehr gespannt. Ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, weil, sagen wir so, bis ihr das hier seht, habe ich den Film auch gesehen. Da könnt ihr mir in die Kommentare schreiben, falls ihr auch schon drin wart, was ihr denn von dem Film gehalten habt. Beziehungsweise, ob ihr reingeht oder nicht. Und wenn nicht, dann warum nicht und so weiter. Die ganzen essentiellen Fragen. Und dann nähert sich natürlich auch unaufhaltsam der neue Star Wars Film. 17. Dezember, noch gut anderthalb Monate. Ja, und ich meine, das muss ich schon wieder erwähnen, wie sehr ich mich darauf freue. Das mache ich, glaube ich, in jeder Session einmal. Ach, so einfach geht das. Wow, was ist das? Ah, okay. Nehmen Sie erstmal hier das Geld mit und dann nehmen wir das hier mit. Dann können wir da hinten, glaube ich, was auch immer da in diesem Glas gefangen ist, uns holen. Nein, so. Ah, clever. So schlau sind wir wieder. Zack. Dann machen wir hier noch kurz eine Runde Geld einsammeln.
Nur Charaktere mit einem Bart können diese Dünen überschreiten. Was? Nochmal? Ich hab's nicht ganz gelesen. Au. Könnte ich es bitte nochmal lesen? Ein Alterungstrank kann dir einen Bart wachsen. Ah, verstehe. Okay. Wir bekommen dann auch so, wenn wir da hingehen, wie ihr vielleicht seht. Nun gut. Dann hier. Achso, da können wir jetzt ja Kratzer reinschicken. Aber wir haben keinen Kratzer mehr, wir sind ja im vierten Teil, das heißt wir brauchen... Ah, da war's. Wir brauchen Krummbein. So, zuerst mal... Nein, verdammt. Ich bin ja ein sehr großer Katzenliebhaber tatsächlich, auch wenn ich keine habe und noch nie eine hatte. Hä? Achso. Oh Gott. Meine Großeltern hatten immer Katzen, beziehungsweise keine Katze. Aber da war ich noch sehr, sehr jung, von daher habe ich da nicht viel mitbekommen. Aber ich muss sagen, ich beneide jeden, der eine Katze hat, weil ich das echt ein super tolles Haustier finde. Meine Haustier... Wie grausam ist das denn? Haustiere waren bislang meist Hasen oder Meerschweinchen. Und das ist auch schon eine Weile her. Aber zu viel mehr habe ich bislang nicht gebracht, was Haustiere angeht. Und ich denke, eine Katze wäre schon echt was Tolles. Auch wenn man dazu sagen muss, eine Katze braucht natürlich gerade so am Anfang wahnsinnig viel Aufmerksamkeit. Später, ich meine, ist der wurscht, ob du da bist oder nicht. Aber, naja. Von daher muss man sich das genau überlegen. Okay, verstehe. Wahrscheinlich finden wir jetzt dann irgendwo solche Linien, wo wir nur mit dem Alterungstrank drüber kommen. Aber richtig Story war das jetzt auch nicht. Das war wieder mal nur so ein Unterricht. Ich weiß, ich erwähne es aber öfters, aber ich finde es so cool, dass jetzt hier zum Beispiel die Beauxbatons-Gruppen durch die Gegend laufen. Oder Beauxbatons. Wenn man das korrekt ausspricht, Französisch war ja nie so meins. Es geht wieder in die große Halle. Wie unauffällig er hier rumläuft. Entschuldigung, Herr Karkaroff. Okay. Ja, wir bleiben bei den eher knapp zusammengefassten Story-Sequenzen. Aber wie gesagt, nichts schlägt Harry Potter und der Halbblutprinz. Ich glaube, es war nirgends furchtbarer. So. Cynic, das ist mir immer ein bisschen zu langsam. Und jetzt? Ach, da hoch. Okidoki. Ich weiß gar nicht, ich kann mich da immer nicht zurückhalten mitzusummen, auch wenn es das vermutlich die Magie ein wenig zerstört, aber... Was soll es? Ach nee, nicht hier schon wieder. Was, die lassen mich sogar in Ruhe, ich dachte... Ah nee, Quatsch, die Kämpfe gegen die war auch in Harry Potter, der Halbblutprinz, dass die dauernd dumm rumstanden, ich erinnere mich. Boah, ich bin jetzt schon müde, das gibt's gar nicht. Ist gerade mal 10:30, nee, 11:30, aber trotzdem. Guck mal, das ist mal der Maxim. Das ist ja witzig. Hallo, Hagrid.
Ui, Drachenlevel, sehr cool. Ich persönlich, ich freue mich ja wahnsinnig auf die Level hier in diesem Spiel, wenn es dann wirklich zu den Aufgaben geht, also die drei Aufgaben. Vor allem auf das Labyrinth-Level, oder den Labyrinth-Level. Bin mal gespannt, wie sie das umsetzen. Ich hoffe, das wird nicht nur in irgendeine kurze, dumme Story-Sequenz verwurstet. Das würde mich persönlich sehr, sehr ärgern. Auch wenn Traveler's Tales wahrscheinlich egal ist, was mich persönlich sehr, sehr ärgert. Muss das da hoch? Das ist zumindest gleichfarbig. Ah, guck an. Haha. Okay. Ist das der Hornschwanz? Ne, das sieht eher aus wie der, wie heißt der von Krumm? Der chinesische Feuerball, genau. Wisst ihr, sowas, ich habe sämtliche Sachen aus Mathe oder was ich, oder ich habe auch bestimmt sehr viel Spanisch schon verlernt, seit ich nicht mehr in der Schule bin, aber ich kann mir Sachen merken wie chinesischer Feuerball. Aber das war bei mir schon immer so. Ich meine, ich kann auch bis heute vermutlich die Namen von 492 Pokémon. Weil bis dahin, ne, 493 sogar. Arceus war, glaube ich, das Letzte, das ich konnte, und danach kamen dann die ganz neuen, mit denen ich mich dann auch nicht mehr befasst habe. Ist das ein Ei? Nee, ach doch, tatsächlich. Oh. Als haben wir ihn abgelenkt, verstehe. Upp. Okidoki. Kann man die eigentlich. Ah. Upp, nein. Nein. Kommt Hagrid da hoch? Ja. Allein durch Masse kommt der da hoch. Nein, nicht der Hund. Normal. Das ist doch der Hund, der Leitern klettern kann, oder? Ich weiß nicht, das hat in diesem Spiel auch schon fertig gemacht. So, dann mal hier oben. Bum, bum, bum. Und zack. Zack und tot. Wunderbar. Ja, wunderbar. So, eventuell sollten wir nicht in dieses Feuer reinlaufen. Ich hätte gewettet, dass ich jetzt reinlaufe. Nein, ich will doch nicht dauernd den Hund angreifen, aber er steht halt immer im Weg. Nein, guck, das ist unfassbar. Okay, mit der Lampe können wir nichts machen. Müssen wir doch aber eigentlich, oder? Müssen wir die nicht alle umdrehen? Nee, scheinbar sind das nicht die. Ah, das sind die hier. Wow, noch mehr Geld. Ja, ich bin wieder im Feuer. Keine gute Idee. So. Ach, guck mal, da oben ist dann der. Ich würde sagen, das ist der walisische Grünling. Der Drache von Cedric Diggory. Ah nein, Quatsch, das ist der von Fleur. Cedric hat den. Doch, den norwegischen Stachelbuckel. Krass, kann ich alle. Das hätte ich jetzt selber nicht gedacht, dass das noch alles weiß. Aber sieh an. Gut, ich habe den Film ja auch nur erst neulich gesehen, wie ich erwähnt habe. Von daher ist es nicht ganz so extrem. So. Achso, da kommen wir nicht durch. Ich dachte gerade, für was wir den Pilz brauchen, aber wir kommen da gar nicht durch. Das ergibt dann natürlich Sinn. Was macht denn Hagrid da? Ah.
Gut, dann ziehen wir mal an hier. Und werden von dem Ding erschlagen. Nein. Ach, ich vergesse immer, dass wir drei Charaktere hier haben. Okay, ich würde sagen, bevor wir uns dann hier mit dem walisischen Grünling anlegen und mit dem komischen Vogelviech, was da in dem Käfig sitzt, machen wir ein kleines Päuschen und sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Ich hoffe, ihr schaltet wieder ein. Lasst einen Like da, wenn es euch gefallen hat, oder auch gern ein Abo. Oder lasst es, je nachdem, ist ganz euch überlassen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, bye bye.